Herzlich willkommen zur Schulung Internetrecherche für die Facharbeit. Da die Bibliothek nur eingeschränkt geöffnet hat und ein Zugriff auf lizenzierte Online-Medien technisch leider nur für Angehörige der staatlichen bremischen Hochschulen möglich ist, soll es in diesem Video nun darum gehen, wie man von zu Hause im Internet frei verfügbare wissenschaftliche Literatur für die Facharbeit finden kann. Dieses Video zeigt, wie man Suchbegriffe für die Recherche findet, wie man von zu Hause aus an Literatur für die Facharbeit kommt und was bei der Quellenauswahl zu beachten ist. Außerdem werden einige kleine Helferlein vorgestellt, um Volltexte zu finden. Um an passende Literatur für das Facharbeitsthema zu kommen, ist eine gute Vorbereitung der Recherche die halbe Miete. Während der Vorbereitung geht es darum, eine Idee vom Thema zu bekommen und passende Suchbegriffe zu finden. Dafür könnt ihr beispielsweise eine Mindmap mit allen Aspekten des Themas, über die ihr schon etwas wisst oder die ihr gerne in eurer Facharbeit behandeln möchtet, zeichnen. Passende Suchbegriffe für ein Thema zu finden ist aber manchmal gar nicht so leicht, denn es ist wichtig, dass man verschiedene Suchbegriffe kombiniert, um alle relevanten Ergebnisse für das Thema zu finden. In diesem Kapitel stelle ich euch vor, wie ihr die Recherche mit Suchbegriffen effektiv vorbereiten könnt. Bevor man mit der Suche beginnt, ist es sinnvoll, das Thema in die Kernbegriffe zu unterteilen. In diesem Beispiel ist das Thema Inklusion im therapeutischen Handlungsfeld. Die Kernbegriffe leiten sich daraus ab. Therapeutischen ist aber zum Beispiel in dieser Form kein guter Suchbegriff. Hier sollte lieber das Subjektiv Therapie verwendet werden. Für die einzelnen Begriffe kann man nun nach Synonymen und verwandten Begriffen suchen. Dabei sollten möglichst viele Fachbegriffe gesucht werden, weil diese in der wissenschaftlichen Literatur genutzt werden. Bei der Recherche könnt ihr dann verschiedene Begriffe miteinander kombinieren, um möglichst viele relevante Ergebnisse zu erzielen. Um das Suchergebnis später anpassen zu können, sind Ober- und Unterbegriffe des Themas wichtig. Findet ihr bei einer ersten Suche zu viele Treffer, könnt ihr in weiteren Suchen mehr Unterbegriffe verwenden, um das Thema einzugrenzen. Wenn ihr nur wenige Ergebnisse erhaltet, arbeitet mit übergeordneten Suchbegriffen und tastet euch an das Thema heran. Hilfe beim Finden von Synonymen, verwandten Begriffen sowie Unter- und Oberbegriffen für den deutschen Wortschatz bietet die Internetseite Wortschatz-Uni Leipzig und Open Thesaurus. Um nach englischen Synonymen zu suchen, eignen sich Online-Wörterbücher wie Lingue oder Leo. Der iPlorer ist ein Tool von Wikipedia, das nach Definitionen und themenrelevanten Bezügen sucht. Sehr praktisch, um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen. Aber Achtung, nicht direkt von den Wikipedia-Artikeln zitieren. Um eine Recherche durchzuführen, benötigt man das richtige Suchwerkzeug. Das Netz bietet eine Vielzahl an verschiedenen Suchmöglichkeiten. Ich stelle gleich beispielhaft drei Suchmaschinen vor, in denen man frei zugängliche Literatur finden kann. Als erstes möchte ich unseren Bibliothekskatalog vorstellen. Dort findet man nämlich nicht nur gedruckte Literatur, die die Bibliothek vor Ort hat, und lizenzierte Online-Literatur für Studenten, sondern auch frei im Internet verfügbare Dokumente. Google kennen sicher alle. Ich zeige ein paar Tipps und Tricks, wie man die Google-Suche optimieren kann. Außerdem stelle ich Google Scholar vor, das euch die Suche nach wissenschaftlichen Texten erleichtert. Und als letztes zeige ich die Suchmaschine Base der Universität Bielefeld. Der Bibliothekskatalog bietet eine Übersicht über alle Medien, die die Bibliothek zur Verfügung stellt. Das beinhaltet sowohl gedruckte als auch elektronische Medien. Einige Online-Medien kann man nur vor Ort einsehen. Es gibt aber auch viele Hinweise auf Open Access-Medien, also frei zugängliche Medien, die für jedermann von überall zur Verfügung stehen. Auf der Bibliotheksseite findet man neben unseren Medien auch aktuelle Informationen zur Bibliotheksnutzung. Die Suchzeile findet man immer im oberen Bereich der Bibliotheksseite. Das ist hier gelb markiert. Dort könnt ihr eure Suchbegriffe eingeben. Um die Treffermenge im Bibliothekskatalog zu erhöhen, sollte man wenige und eher übergeordnete Begriffe verwenden. Wenn ihr eure Suchbegriffe eingegeben habt, erhaltet ihr eine Ergebnisseite. Diese beinhaltet erst einmal alle Medientypen, also auch Literatur, auf die ihr von zu Hause aus nicht zugreifen könnt. Das erkennt ihr an den Symbolen vor dem Titel. Der orangene Punkt bedeutet, dass das Buch gedruckt verfügbar, aber momentan ausgeliehen ist.
Ein orangener Punkt und ein Online-Fähnchen bedeuten, dass das Buch online verfügbar ist, aber nur vor Ort an den Computern in der Bibliothek gelesen werden kann. Auf der rechten Seite, hier auch gelb markiert, habt ihr aber die Möglichkeit, die Ergebnisse auf Open Access-Volltexte einzuschränken. Open Access bedeutet freier Zugang und das von überall und zu jeder Zeit. Wenn ihr die Ergebnisse auf Open Access-Titel eingeschränkt habt, seht ihr, dass alle Ergebnisse einen grünen Punkt und ein rotes Online-Fähnchen haben. Das ist hier rot eingekreist. Wenn ihr auf die Überschrift klickt, bekommt ihr Informationen zum Titel und den Zugriffslink für den Artikel bzw. das Buch. Wenn ihr tiefergehende Informationen beispielsweise für das Fach Pädagogik benötigt, findet ihr unter dem Reiter Fachinformationen elektronische Zeitschriften und Datenbanken. Auch dort findet ihr frei zugängliche Ressourcen mit dem grünen Punkt. Google ist wohl die bekannteste Suchmaschine überhaupt. Allerdings bietet sie oft so viele Treffer, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Es gibt allerdings einige Tricks, wie man die Treffermenge präzisieren und verkleinern kann. Wenn man in die Suchzeile von Google Suchbegriffe eingibt, kommen mitunter ziemlich viele Ergebnisse. Die kann man eingrenzen, indem man die erweiterte Suche nutzt. Die erweiterte Suche findet man unter den Einstellungen für die Suche. Mit der erweiterten Suche kann man die Suchparameter fein einstellen. Beispielsweise ist es möglich, Suchbegriffe auszuschließen, die nicht zum Thema gehören, oder aber von vornherein die Sprache festzulegen, die die Treffer haben sollen. So lässt sich auch die Ergebnismenge verkleinern. Trotzdem muss die Qualität der Suchergebnisse einzeln geprüft und entschieden werden, ob sie für die Facharbeit wissenschaftlich genug sind. Dabei hilft Google Scholar ganz gut. Google Scholar ist nämlich der Teil von Google, der vor allem wissenschaftliche Literatur findet. Google Scholar ist unter der URL scholar.google.de aufrufbar. Die Ergebniszahl ist deutlich geringer als bei normalen Google-Suchen. Allerdings werden auch alle normalen Webseiten herausgefiltert. Übrig bleiben Artikel und Bücher mit wissenschaftlichem Hintergrund. Wenn ein direkter Zugriff auf das PDF möglich ist, kann man es direkt herunterladen. Sowohl bei Google als auch bei Google Scholar ist eine Einschränkung auf PDFs möglich. Das heißt, es werden nur Quellen angezeigt, bei denen ein Volltext hinterlegt ist. Dafür gibt man hinter den Suchbegriffen FileType Doppelpunkt PDF ein. Eine weitere Möglichkeit, die Ergebnisse der Google-Suche einzugrenzen, ist die Phrasensuche. Dabei wird genau der Ausdruck gesucht, der in Anführungszeichen gesetzt wird. An diesem Beispiel wird deutlich, wie sehr die Treffermenge reduziert wird. Sucht man "Ich suche eine Phrase" in Anführungszeichen, werden 2 Treffer angezeigt. Ohne die Anführungszeichen werden 596.000 Ergebnisse angezeigt. Eine weitere Möglichkeit, hochwertige Open Access Literatur zu finden, ist BASE, eine Suchmaschine der Universität Bielefeld. BASE durchsucht knapp 8.000 Quellen nach wissenschaftlicher Literatur. Die Ergebnisse sind bereits von Experten auf Qualität geprüft und das Beste, ca. 60% sind Open Access verfügbar. BASE bietet viele praktische Hilfen für die Suche an. Beispielsweise können zusätzliche Wortformen gefunden werden. In unserem Suchbeispiel vom Anfang, also beispielsweise Therapie, aber auch der Plural Therapien oder auch das Adjektiv therapeutisch und so weiter. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bevorzugt nach Open Access Volltexten zu recherchieren. Die Open Access Titel erkennt man an dem offenen orangenen Schloss, das hier rot eingekreist ist. Zum Schluss zeige ich noch ein paar allgemeine Tipps und Tools, die bei der Recherche helfen können. Hier haben wir einmal eine Übersicht, was man tun kann bei zu vielen Treffern, zu wenigen Treffern oder nicht relevanten Treffern, die man bekommt bei der Suche. Bei zu vielen Treffern kann man Filter der Suchmaschinen nutzen, also beispielsweise auf bestimmte Jahre eingrenzen oder bestimmte Autoren. Dann könnte man gucken, ob die Suchbegriffe eng genug gefasst sind und wenn nicht, Unterbegriffe benutzen. Bei zu vielen Treffern kann man schauen, ob man Synonyme für die Suche nutzen kann und gegebenenfalls auch englische Suchbegriffe. Und wenn die Suchbegriffe nicht weit genug gefasst sind, Oberbegriffe verwenden, damit man mehr Treffer erhält.
Bei nicht relevanten Treffern, die man bekommt, muss man schauen, ob man eventuell doppeldeutige Worte benutzt hat, also zum Beispiel Java, was sowohl eine Insel als auch das PC-Programm sein kann, und diese Wörter dann durch Synonyme ersetzen. Außerdem sollte man darauf achten, dass man die Fachsprache verwendet, damit man mehr Treffer erhält. Die Auswahl der Quellen, die man für die Facharbeit nutzt, sollte gut geprüft werden. Dafür gibt es vier Hauptkriterien, die man beachten sollte. Erstens die Quelle. Hier sollte man prüfen, ob die Quelle seriös und wissenschaftlich ist und ob der Inhalt nachweisbar ist. Dafür kann man zum Beispiel schauen, was der Autor selbst für Quellen genutzt hat und ob es andere Texte mit demselben Inhalt gibt. Auch den Autoren selbst kann man überprüfen. Ein renommierter Autor ist meistens auf seinem Gebiet sehr bewandert und schreibt viele Texte zu einem Thema. Außerdem werden renommierte Autoren auch in anderen Quellen zitiert. Bei der Prüfung des Adressaten schaut man, wen die Quelle anspricht. Wissenschaftliche Literatur ist meistens im Fachjargon geschrieben und bietet tiefergehende Informationen, zum Beispiel Artikel aus Fachzeitschriften. Dagegen sind Artikel aus Tageszeitungen meistens einfach geschrieben und bieten eher einen Überblick über ein Thema. Das führt auch zum letzten Punkt, der Darstellung der Quelle. Hier prüft man, ob der Text sachlich geschrieben ist oder die Meinung des Autoren darstellt. In wissenschaftlichen Texten werden die Inhalte in der Regel sachlich beschrieben. Natürlich kommt die Auswahl der Quelle auch immer ein bisschen auf das Thema der Arbeit an, die ihr schreibt. Wenn zum Beispiel Fake News in den sozialen Medien euer Thema sind, kann es sinnvoll sein, beispielsweise ein Tweet oder Post in die Arbeit einzubringen, auch wenn dieser selbst nicht besonders wissenschaftlich ist. Aber egal, welche Quellen auch immer ihr verwendet, immer daran denken, die Quellen in der Facharbeit richtig zu zitieren und im Literaturverzeichnis anzugeben. Nun noch ein paar kleine Helferlein. Manchmal können Volltexte im Internet nämlich sehr versteckt sein. Deshalb gibt es verschiedene Tools, die das Auffinden erleichtern. Beispiele sind Copernio, UnpayWall und der Google Scholar-Button, die als kostenloses Add-on im Browser installiert werden können. Diese Tools zeigen an, wenn ein frei zugänglicher Volltext verfügbar ist. Wenn man die Add-ons aktiviert hat, sieht man die Tools in der Menüleiste des Browsers, das ist hier gelb markiert. Wenn freie Volltexte verfügbar sind, erscheinen außerdem die Buttons am Seitenrand, die hier rot eingekreist sind. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, dass bei Fragen zur Nutzung der Bibliothek oder wenn Unterstützung bei der Recherche benötigt sind, wir immer für euch da sind. Ihr könnt zum einen bei uns anrufen unter der Telefonnummer 218 59500 oder gerne eine E-Mail an sub@sub.uni-bremen schreiben. Außerdem bietet die Bibliothek ab dem 9.09.2020 immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr eine virtuelle Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler an. Dafür kann man sich unter der E-Mail-Adresse schulungsanfrage.uni-bremen.de anmelden und bekommt dann den Link zur virtuellen Sprechstunde in Zoom zugeschickt. Wir freuen uns auf alle eure Fragen und gutes Gelingen beim Schreiben der Facharbeiten.